Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startete das erste Highlight der Gartensaison 2019, die Pool and Garden Tulln. Wohnen im Garten war das zentrale Thema der Messe und erweiterte den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. 300 Aussteller präsentierten dabei Neuigkeiten und Trends bei Pools, Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung, Beschattung sowie Sommer- und Wintergärten. Kein Wunder also, dass man mit 48.227 Besuchern bei der Pool and Garden und Kulinar Tulln einen neuen Rekord erreichen konnte. Das Angebotsspektrum umfasste dabei unter anderem auch Österreichs größte Gartenmöbelschau und die Themen Relaxen und Design im Garten. Denn das Outdoor-Homing, die persönliche Oase außerhalb der eigenen vier Wände, ist in den Sommermonaten für Familien und Freunde der Lebensmittelpunkt. Balkon, Terrasse und der Garten verschmelzen dabei mit dem eigentlichen Wohnraum. Da Pools als ein Teil des Outdoor-Wohnzimmers gesehen werden, steigt auch hier der Qualitätsanspruch der Kunden. Und auch für kleine Gärten werden daher mittlerweile Gesamtkonzepte rund um Pool, Garten und Terrassengestaltung angeboten. In der Sonderschau der Gartenwohnwelten standen Experten von der Niederösterreichischen Landeslandwirtschaftskammer, dem Galabauverband, der Gartenbauschule Langenlois und der Österreichische Verband der Schwimmbad- und Saunawirtschaft Natur im Garten für Fachgespräche zur Verfügung. Und die niederösterreichischen Gärtner und die niederösterreichischen Baumschulen präsentierten auf der Pool and Garden Tulln die Pflanze bzw. das Gemüse des Jahres 2019. Halten Sie sich also unbedingt schon jetzt den 26. bis 29. März des nächsten Jahres frei, denn da findet die Pool and Garden und Kulinar Tulln 2020 statt.